Bika Bika! Okay, mach es dir jetzt einfach bequem. Solltest du deine Augen schließen wollen, ist das eine gute Idee. Aber wenn du das nicht willst, ist das auch völlig in Ordnung. Hör nun einfach ganz ruhig auf den Klang meiner Stimme. Natürlich bist du dir auch noch all die anderen Geräusche um dich herum bewusst. Geräusche von drinnen und von draußen, aber die stören dich nicht. Genau genommen helfen sie dir dabei, dich zu entspannen. Denn das Einzige, worauf du dich konzentrieren musst, ist der Klang meiner Stimme. Und während du meiner Stimme lauscht, kannst du deinem Körper erlauben, sich ganz behaglich zu fühlen und dich noch mehr zu entspannen. Ich frage mich, ob du deinen eigenen Herzschlag fühlen kannst. Einfach den Herzschlag fühlen und mal versuchen, mit Hilfe deiner Gedanken, deinen Herzschlag zu verlangsamen. Nur ein bisschen. Einfach versuchen, mit Hilfe deiner Gedanken deinen Herzschlag ganz leicht zu verlangsamen. Du fühlst, wie dein ganzer Körper langsamer wird, immer träger und bequemer. Niemand will irgendwas, niemand erwartet irgendwas. Also kannst du deinem ganzen Körper erlauben, weiter zu entspannen und wirst dabei immer ruhiger und behaglicher, bis dein Körper übernimmt, wie eine gut gewartete Maschine. Ganz sanft, mühelos, ruhig, behaglich, sodass du nach und nach deines ganzen Selbst bewusst wirst. Deine Hände und Arme werden dir bewusst. Du fühlst einfach, wie sie jetzt sind. Und auch deine Beine und Füße werden dir bewusst. Du spürst sie einfach nur, wie entspannt sie sind. Und fragst dich, ob sie noch weiter entspannen können. Du bist dir selbst so sehr bewusst, dass du vielleicht sogar noch weiter entspannen kannst. Dennoch bleibst du vollkommen wach und dir fällt nun auf, wie sogar deine Gesichtsmuskeln wirklich entspannen können. Du entspannst dich und lässt auch von diesen Anspannungen ab, die beinahe völlig unbemerkt bleiben. Ein gutes Gefühl, sich ganz vage bewusst zu sein, wie die Muskeln in deinem Gesicht zur Ruhe kommen. Du fragst dich, wie lange diese Anspannungen nun schon da waren, woher sie überhaupt erst kamen und realisierst, dass es dir eigentlich völlig egal ist. Denn jetzt fühlst du, wie diese Anspannung geradezu von dir abfließt und es fühlt sich gut an. Und während du weiterhin deinem Herzschlag und die absolute Beständigkeit des Rhythmus deines Körpers fühlst, wunderst du dich über deine so absolute Entspannung und dass alles so bequem ist, dass du nicht das geringste Interesse daran hast, auch nur einen Muskel zu bewegen. Obwohl es dir leicht möglich wäre, wenn du es wolltest. Ich weiß, dass es dir leicht möglich wäre, wenn du es wolltest. Aber du hast einfach keine Lust, es auch nur zu versuchen. Du erlaubst dir, einfach dich zu entspannen und noch mehr zu entspannen. So träge und entspannt, wie man es sich nur wünschen kann. Ich frage mich, ob du es jetzt noch schaffst, sogar noch weiter zu entspannen, obwohl du jetzt schon entspannter bist, als es den meisten Menschen je möglich ist. Einfach nur die letzten, winzigen Spuren von Anspannung in deinem Körper finden und einfach loslassen, mit jedem leichten, sanften Atemzug. Ich werde jetzt von 5 an runterzählen und auf jedem Schritt wirst du immer tiefer in die Entspannung sinken. 5. Du bist einfach entspannt und fühlst dich tiefer sinken. 4. Du fühlst, wie du ein wenig mehr nachgibst. 3. So ein entspannter Zustand. So ein angenehmer Zustand. 2. Du lauscht weiterhin meiner Stimme, während dein Geist in eine schöne, tiefe Trance gleitet. 1. Frei von allen. Da nun alles verklungen ist. Du erlaubst jetzt jedem Muskel, jeder Faser, jede Zelle deines Körpers
so wundervoll entspannt zu sein, wie man es sich nur wünschen könnte. Und nun, da dein Geist völlig ruhig und klar ist, entspann dich einfach, nach und nach, während alles Unwichtige für eine kurze Zeit dahinschwindet. Wir beobachten nun ein kleines Schauspiel, eins über dich, deinem Geist und deinem Körper. Entspanne dich und genieße es, wie diese Worte ganz einfach, langsam tief unter deine Haut gleiten. Und es wird dadurch so viel einfacher, diese Empfindungen zu fühlen, anstelle dessen, was du normalerweise fühlst. Diese Bilder zu sehen, anstelle dessen, was du normalerweise siehst. Und irgendwo, tief in deinem Unterbewusstsein, weißt du schon, wovon diese Worte handeln, sogar bevor sie gesprochen werden. Worte über Intelligenz, Introvertiertheit, Organisation und Ordnung füllen deine Gedanken. Du fühlst dich neugierig und wissensdurstig. Fühlst eine Liebe für Bücher und Wissen. Entspann dich einfach, während du diese Veränderung langsam, aber sicher über dich ergehen lässt. Du hörst nun, wie die Stifte der Prüfer auf dem Papier kratzen, wie die Uhr tickt. Du siehst zu einem nahen Fenster, wie die Wolken vorüberziehen. Du fühlst dich nervös. Der Rest deines Lebens hängt von diesem einen Test ab. Doch du glaubst, dass du nicht bestehen wirst, dass du versagen wirst. Und du fühlst dich mutlos. Doch etwas überrascht dich. Du spürst, wie etwas in dir aufkommt, das diese unerschlossene Magie in dir entzündet. Die glühende Hitze in deinem Horn. Die Prüfer werden von absoluter Überraschung überwältigt, als sie in deine violettfarbene Wolke gehüllt levitiert werden, während deine Augen in einem blendenden Weiß zu glühen beginnen. Es berührt dich auf eine sehr, sehr besondere Weise. Du bist in deinem Element. Du brauchst die Kontrolle. Du bist wahrhaft magisch. Du fühlst, wie deine Finger und Zehen anfangen, taub zu werden. Ein schönes, warmes, kribbelndes Gefühl, das sich langsam von der Spitze deiner Finger und Zehen weiter ausbreitet, bis tief in dein Wesen hinein. Während sich diese Taubheit weiter ausbreitet, bemerkst du, wie deine Haut eine eher elastische Form annimmt und sich ausdehnt. Deine Finger fangen an, zusammenzuschmelzen. Es bilden sich Verbindungen der Haut, Muskeln und Nerven deiner Finger, während sie weiter zusammenschmelzen, und deine Fingerspitzen werden glänzender und härter wie Fingernägel. Eine robuste, doch geschmeidige Schicht, während deine Finger zu deinen neuen Hufen werden. So fügen sie sich zusammen, erst 4, dann 3, dann 2, bis alles, was übrig ist, deine wunderschönen Hufe sind. Und die Knochen in deinen Beinen drehen und biegen sich, verschmelzen schmerzfrei miteinander und werden zu den Hinterbeinen eines Ponys. Es ist so schwer, jetzt nur auf 2 Beinen zu stehen. Du willst es gar nicht erst versuchen, sondern einfach nur die Veränderung fortschreiten lassen. Es ist so leicht, nun einfach nachzugeben und deinem Körper und deinem Geist zu gewähren, was sie sich so ersehnen, während auch deine Arme einen ähnlichen, unaufhaltsamen Wandel durchleben. Sie entwickeln sich, ändern sich, verbessern sich, sodass du nun bequem auf 4 Beinen stehen kannst. Empfindungen von Macht, Aufgewecktheit und Scharfsinn. Du begreifst, wie magisch du tatsächlich bist. Allen anderen überlegen, übermächtig strebsam, neigst du dazu, dich von Kleinigkeiten übermannen zu lassen, da du sehr viel Wert auf Details legst, manchmal vielleicht sogar zu viel. Selbst völlig Fremde kennen deine Arbeiten. Du liebst Bestätigung, immer dein Bestes zu geben, selbst wenn es dich an den Rand des Wahnsinns treibt. Du bist stolz auf deine Erfolge. Nichts ist wichtiger als der Lob deiner Mentoren, abgesehen von der Kameradschaft deiner Freunde, die du faszinierend findest.
und von denen du so viel lernst. Es ist für dich wie eine Droge. Dein Wissen ist enorm. Die Liebe zwischen dir und deinen Freunden unzerbrechlich. Du willst stets etwas Neues lernen. Würdest du deine Mentoren enttäuschen, wärst du am Boden zerstört. Du hast eine Leidenschaft, eine absolute Ekstase, die dein Herz erfüllt. Wahrhaftig ein Pony zu sein. Schlau, introvertiert, schnell und berechnend. Es fühlt sich an wie etwas völlig Natürliches. So einfach wie das Atmen. Ein und aus. Lernbegierig, skeptisch und organisiert. Es sind seltsame Empfindungen. So unterschiedlich von dem, was du normalerweise in deinem täglichen Leben fühlst. Aber dennoch fühlst du eine gewisse Glückseligkeit. Ein Begreifen, dass du diese Veränderung irgendwie genießt. Etwas an ihnen entspannt dich, beruhigt deine Nerven, sodass es sich einfach richtig anfühlt, sie einfach fortschreiten zu lassen. Du fühlst, wie die Veränderungen an deinem Hinterteil fortfahren, wie es sich langsam ausdehnt und weicher, voller, runder wird. Deine Beine sind nun ein wenig weiter auseinander. Die Veränderungen, die dein Körper erfährt, fühlen sich irgendwie gut an. So anders als das tägliche Leben. Doch so willkommen. Ein weiterer, kurzer Stich aus Energie schießt dir in das Ende deiner Wirbelsäule, wodurch ein kleines Klümpchen entsteht, das sich auf etwa einen halben Meter verlängert und teilweise eine parabolische Form annimmt. Als es dann die Form angenommen hat, sprießt etwas weiches, seidenes Haar heraus und du spürst ein leichtes Schaudern am Rücken, als eine violettfarbene Strähne aus dem Anfang deines neuen Schweifes erwächst, der dich mit Freude erfüllt. Du bemerkst eine Schwere, die dich standhafter und ausbalancierter macht und deinen Stand festigt. Du wüsstest nicht, was du ohne machen würdest, auch wenn es anfangs etwas Mühe erfordert, deinen Schweif oben zu halten, wird es bald zur Selbstverständlichkeit. Du bewegst ihn hin und her, erfährst neue Eindrücke. Ein ausdrucksvoller Ponyschweif, der gut zu deinem neuen Ponyrücken passt. Du fragst dich, was wohl als nächstes kommen mag. Die Veränderung nähert sich nun deinem Kopf. Und als sie deinen Nacken erreicht, wird deine Stimme eine ungezwungene, freundliche und aufgeweckte, feminine Stimme. Du fühlst, wie deine Haare länger und weicher werden und sich über deinen Nacken und deine neuen Pony-Schultern hin ergießen. Eine herrliche, fließende lila Mähne, die du voller Stolz trägst. Ein Stück weiter vor deinen Ohren, in der Mitte deiner Stirn, fühlst du nun, wie sich eine kleine Beule bildet, der Anfang deines Horns. Und während es wächst, erinnerst du dich an eine Geschichte. Als du das erste Mal sahst, wie Prinzessin Celestia die Sonne aufgehen lässt, wurdest du von Ehrfurcht ergriffen. Das war der Moment, in dem du dich entschieden hast, dein Leben den magischen Künsten zu widmen. Du hast dich daraufhin voll und ganz dem Lernen hingegeben. Es war nur eine Frage der Zeit, bis deine Eltern dich bei Prinzessin Celestias Schule für begabte Einhörner anmeldet. All deine Träume wurden wahr. Der schicksalhafte Tag der Aufnahmeprüfung, die Gefühle der Begeisterung, als Prinzessin Celestia höchst selbst dich als ihre persönliche Schülerin angenommen hat. Das Horn wächst ständig weiter aus deinem Kopf. Ein wunderschönes, starkes Einhorn, aus dessen Spitze ein Funkenregen ausbricht. Diese Wörter füllen dich mit Aufregung, wie es wächst, bis es schließlich vollständig mit einer leichten Spirale geformt ist. Ein spiralförmiges Einhorn. Einfach so, wie du es dir immer vorgestellt hast. Genauso, wie du es immer wolltest. Ich frage mich, ob du ein Kribbeln in deinem Horn spürst, seine Kraft tief in deinem Geist spüren kannst. Es fühlt sich so natürlich an. Als sich der Wandel auf deinem Kopf ausbreitet, erwacht dein Horn, deine Ohren wie in einem weichen, lila Glanz umhüllt. Nun
bist du in einem Rausch. Das ist deine Gelegenheit, einen neuen Zauber zu lernen. Die Körperveränderung. Du bist völlig konzentriert. Willst, dass dein Zauber schon beim allerersten Versuch ein Erfolg wird. Du stellst dich dir selbst beim Abhaken eines Punktes auf einen deiner langen Checklisten vor. Du hast mal gelesen, dass das optimistische Denken und eine positive Einstellung einen großen Einfluss auf die Wirksamkeit der Magie haben. Nun fokussiere dich ganz auf deine Ohren. Völlig darauf konzentrieren, hiermit erfolgreich zu sein. Dein Horn beginnt zu glühen. Es glüht leicht, langsam zu Beginn, bevor sich deine Ohren in eine leuchtende, violette Wolke auflösen. Dein Kopf fühlt sich heißer mit dem Glühen an. Mit dem dir so vertrauten Fokus nimmst du kaum andere Klänge wahr, denn diese verblassen sofort. Nur für eine kurze Zeit. Du konzentrierst dich nun auf den nächsten Schritt, die Erschaffung. In deinem Kopf stellst du dir nun exakt vor, wie deine Ohren nun aussehen sollen. Weich, samtig, weiches Fell. Sie fühlen sich warm und gemütlich an. Nun stellst du dir vor, wie sie an deinem oberen Kopf herausschießen. Während du dich darauf fokussierst, erscheinen mit einem leichten Lichtblitz deine neuen Ohren. Ein großer Erfolg. Es würde sich lohnen, darüber einen Brief an die Prinzessin zu schreiben. Nun beherrschst du auch diesen Zauber. Einer mehr auf deiner langen, langen Liste. Das sind nun deine neuen Ohren. Du wackelst mit ihnen ein bisschen. Deine neugierige Natur durch die neuen Klänge erweckt, die viel klarer erscheinen. Sie sind mit einem weichen, plüschigen, violetten Fell bedeckt, das dich wärmt und sehr bequem ist. Während du sie bewegst, bemerkst du die leisesten Geräusche um dich herum. Bist du glücklich oder an etwas interessiert? Sind sie steif und aufrecht? Bist du traurig oder müde? Werden sie zur Seite liegen? Es fühlt sich so reizvoll, absolut atemberaubend an, wenn man dich hinter deinen neuen Ponyohren krault. Passend zu deinen neuen Ohren fühlst du nun weiche, aber feste Zuggefühle in deinem Mund, da dein Kiefer sich nun nach außen zieht. Nun hast du eine neue Schnauze. Dein Gesicht erstreckt sich ganz natürlich zu deinem neuen, schönen Kopf. Du fühlst, wie sich auch deine Augen mit deinem Kopf verändern. Ganz sanft erweitern sie sich. Deine Iris ändert die Farbe zu einem liebenswürdigen Lavendelfarbton. Auch deine Wimpern werden länger, bis sie wundervolle, feminine Wimpern werden. Ich frage mich, ob du deine zarten Wimpern auf deiner Haut spüren kannst, wenn du blinzelst. Ein schöner Ponykopf für ein kluges Pony. Ein kribbeliges Gefühl breitet sich über jede Facette deiner Haut aus, als sich ein weiches, kurzes Fell auf deinem Körper ausbreitet. Endlich ist dein Körper vollständig der eines Ponys. Ein liebenswertes, violettes Einhorn. Jetzt schon fühlt sich dein Geist mit Gedanken. Entspann dich. Du fühlst dich ein bisschen skeptisch, aber begeistert. Erst fühlt sich alles etwas seltsam an, aber dennoch genießt du es. Auch wenn du sprichst, hast du eine neue, feminine Stimme, die keinerlei Hinweis darauf zeigt, wer du früher mal warst. Du fühlst deinen neuen Körper. Sieh deinen neuen Körper. Stelle dir alle diese Empfindungen vor, wenn du mit deinem Hufen läufst, der vierbeinige Gang, der raschelnde Schweif und die spitzen Ohren, das wunderschöne, starke Horn und die fließenden, freundlichen und organisierten Gefühle, die kurvige Schnauze und das weiche Fell. All dies steht dir zur Verfügung und du weißt, dass du jederzeit zurück in diesen Zustand kannst. Alles, was du dafür tun musst, ist diesen kleinen Satz sagen. Ich bin ein schlaues Pony.
Und jedes Mal, wenn du "Ich bin ein schlaues Pony" sagst, fühlst du direkt jede Veränderung, die ich dir hier beschrieben habe. Wechsel zurück zum schlauen Pony, wann immer du willst, sofort. Diese von dir geschaffenen Veränderungen sind nun für immer ein Teil von dir. Genauso wie ein Teil von dir wie dein Herz und deine Gedanken. Manchmal wirst du als normale Person gefordert, nicht als kleines schlaues Pony. Wenn diese Person gebraucht wird, gibt es auch dafür einen kleinen Satz: Werde wieder normal. Und jedes Mal, wenn du "Werde wieder normal" sagst, wird jede Änderung verschwinden. Lediglich ruhend, bis du wieder das kleine schlaue Pony sein willst. Jedes Mal, wenn du mit dem Satz "Ich bin ein schlaues Pony" in diesen Zustand zurückkehrst, wird es sich immer natürlicher für dich anfühlen. Jedes Mal wird dein Wunsch, ein kleines schlaues Pony zu sein, immer stärker und stärker. Dein Wunsch, mir zuzuhören, immer unausweichlicher. Und jede Reise in den Körper und den Geist des kleinen schlauen Ponys immer anziehender. Nun wird es Zeit zum Aufwachen. Du wirst, wenn ich bei 5 angekommen bin, aufwachen. Mit jeder Zahl wirst du ein wenig wacher und die Empfindungen deines neuen Ponykörpers werden stärker. 1. Wache auf. 2. Mehr und mehr. 3. Dein Bewusstsein kehrt zurück. 4. Gleich da. 5. Erfrischt und aufgewacht. Genieße es, kleines Pony.